Ja, willkommen zurück zu den Problemfeldern der Wissenschaftstheorie. Punkt 2.6 steht hier auf dem Programm Leib-Seele-Dualismus. Das ist ein ganz schwieriges und fundamentales Thema für die Psychologie. Die Frage, in welchem Verhältnis Körper und Seele stehen. Ob das zwei Welten sind, so hat das uns René Descartes vermittelt im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert. Und seit dieser Zeit ist ein Spaltpilz in der Psychologie unterwegs. Das ist auf der einen Seite die körperlichen Phänomene, auf der anderen die seelischen Phänomene gäbe. Und diese Frage, dieser Dualismus, der wird uns in der heutigen Sitzung beschäftigen. Leib-Seele-Dualismus. Wir haben einen lang anhaltenden Disput, der beginnt ehrlich gesagt schon in der Antike, wenn wir dort etwa bei Platon das Wagenlenkergleichnis aus dem Phaidros betrachten. Platon vergleicht dort die Seele mit einem Gespann von zwei geflügelten Pferden, die von einem Wagenlenker gesteuert werden. Die beiden geflügelten Pferde verkörpern einerseits positiv den Mut, andererseits negativ das Begehren. Und der Denker, das ist der Wagenlenker, der steuert diese beiden Pferde, den Mut und das Begehren in gleicher Weise. Das ist sozusagen der regulierende Teil, der Wagenlenker, der mit seinem Denken das regeln soll. Die zwei Pferde sind leibgebunden und sterblich. Die Geistseele soll nach Platons Vorstellung dagegen unsterblich sein. Da ist schon der erste Hinweis auf eine Trennung von sterblichen Körpern und unsterblicher Seele. Ein ganz schwieriges Thema. René Descartes hat, wie gesagt, das Wechselwirkungsmodell in die Welt gebracht und hat gesagt, das sind zwei ganz unterschiedliche Substanzen. Er hat ihnen Namen gegeben. Die eine Substanz hat er res cogitans, das denkende Ding, genannt und hat gesagt, das ist Bewusstsein, da steckt das Ich, da ist die Seele anzusiedeln, das ist res cogitans. Und daneben gibt es noch eine zweite Substanz, die hat er res extensae genannt, die räumlich ausgedehnten Dinge. Das ist die Materie, das ist die Ausdehnung, das ist der Leib. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, wenn wir uns beispielsweise vorstellen, dass ein ganz bestimmtes Objekt in der Wirklichkeit natürlich seine räumliche Ausdehnung hat, etwa das Glas Wasser, das ich hier vor mir stehen habe, hat eine bestimmte Ausdehnung. Aber diese Ausdehnung ist bei meiner Vorstellung des Glases Wasser, wenn ich das vor meinem geistigen Auge vorstelle, natürlich nicht mehr ge gegeben. Die Gedanken, das denkende Ding, res cogitans, hat keine Ausdehnung und braucht keinen Platz. Ich kann mir in meinem Kopf tausende Wassergläser nebeneinander vorstellen. Auf meinem Schreibtisch wird das irgendwann sehr eng und von daher sehen wir schon res cogitans, die denkenden Dinge und die res extensae, die ausgedehnten Dinge, haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Um die beiden unterschiedlichen Welten, die Welt des Bewusstseins, die Welt des Seelischen mit der Welt des Körperlichen in Zusammenhang zu bringen, hat Descartes gesagt, sei die Zirbeldrüse der Ort, an dem die beiden Teile in Wechselwirkung miteinander stehen und das Leibliche und das Seelische miteinander kommunizieren. Wir wissen heute natürlich, dass diese Vermittlungsinstanz namens Zirbeldrüse nicht eine derartige Funktion aufweist, jedenfalls nach unserem heutigen Kenntnisstand. Eine etwas andere Form von Dualismus hat Gottfried Wilhelm Leibniz auch im 17., 18. Jahrhundert formuliert. Er sprach von einem psychophysischen Parallelismus und hat gesagt, da sind zwei Dinge, die nämlich einmal körperliches und einmal seelisch-geistiges, und die laufen nebeneinander parallel.
wie zwei genau gleichgehende Uhren aufeinander abgestimmt sind, so laufen körperliche und geistige Prozesse nebeneinander. Da ist natürlich die Annahme unbewusster Vorgänge nicht weit und das ist ein interessanter Punkt. Seele und Körper, ich demonstriere gerne, dass wir hier tatsächlich zwei Welten annehmen könnten, indem ich mir zum Beispiel vorstelle, jetzt hebe ich meine Hand. Sie sehen das hier, ich hebe meine Hand und senke sie. Was passiert hier? Mein Geist, meine Seele, mein Bewusstsein bewegt Materie. Und das ist hier das eigentliche Problem des Leib-Seele-Dualismus. Wie können wir uns vorstellen, dass etwas Geistiges wie mein Bewusstsein, plötzlich mein freier Wille, darüber entscheidet, dass diese Hand hier auftaucht und wieder verschwindet? Ja, das ist das Phänomen, um das es hier geht. Leib-Seele, wie verbindet der Körper, wie verbindet das Seelische sich mit dem Körperlichen? Das ist eine Frage, die wir bislang gar nicht so klar im Blick haben. Und im Blick haben wir sie schon, aber wir haben keine klare Antwort darauf. In der neueren Psychologie haben wir diesen Dualismus, einen ontologischen Dualismus, der zwei verschiedene Seinstatbestände, Körperliches auf der einen Seite, Seelisches auf der anderen Seite. Diesen ontologischen Dualismus gibt die neuere Psychologie gerne auf und versucht, mentale Phänomene im Rahmen der Physik in einem kausal beschlossenen Bereich physischer Phänomene zu beschreiben. Natürlich muss das geistige Seelenleben vor dem Hintergrund der Physik erklärbar sein. Aber die Frage ist, ist es mehr als nur Physik, was dort passiert, wenn wir einen Gedanken fassen, wenn wir die Absicht haben, unsere Hand zu heben? Was kann die Physik uns dazu erklären, um genau zu erklären, warum jetzt hier in dieser Sekunde meine Hand nach oben schwebt und wieder verschwindet? Da sind nicht irgendwelche Fäden heimlich am Werke, sondern das ist mein Ich, mein freier Wille. Und das ist ein spannendes Thema für die Psychologie natürlich. Um diesen Leib-Seele-Dualismus verhindern zu können, um mit den zwei Welten nicht leben zu müssen, sondern sie auf eine zu reduzieren, haben wir im Wesentlichen einmal den Behaviorismus, der uns als methodologischer Behaviorismus oder als logischer Behaviorismus begegnet. Wir werden diese zwei Spielarten gleich betrachten. Und wir haben verschiedene Arten des Materialismus, die eine unterschiedlich starke reduktive Form psychischer Phänomene auf materiale Strukturen annehmen. Identitätstheorie, eliminativer Materialismus, funktionaler Materialismus und ein fast kaum zu fassendes Konzept, fast ein Widerspruch in sich selbst, nicht reduktiver Materialismus. Wir schauen uns alles der Reihe nach an. Als Literaturempfehlung sehen Sie hier drei Titel. Einerseits ein Buch von Peter Biri, der uns als Pascal Mercier Nachtzug nach Lissabon natürlich als Schriftsteller auch bekannt ist, aber der auch ein wunderbarer Wissenschaftstheoretiker ist. Sein Buch Analytische Philosophie des Geistes macht genau dieses kontroverse Thema Leib-Seele-Dualismus stark. Ein zweites Buch, was Sie hier angeführt sehen, Thomas Fuchs, hat 2008 ein fantastisches Buch geschrieben, Das Gehirn, ein Beziehungsorgan. Thomas Fuchs ist der Inhaber der Karl-Jaspers-Professur an unserer Heidelberger Universität und ist ein Phänomenologe reinsten Wassers. Er ist Mediziner, er ist Psychologe und er vertritt eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Für ihn sind neuronale Prozesse natürlich existent, aber sie beschreiben nicht das, was wir in der Psychologie zum Gegenstand nehmen sollten. Wir müssen klar trennen die Hirnprozesse auf der einen Seite und die seelisch-geistigen Prozesse auf der anderen Seite. Dualismus.
Peter Janichs Buch »Kein neues Menschenbild zur Sprache der Hirnforschung« ist auch noch ein empfehlenswertes kleines Büchlein, in dem er Argumente anführt, warum der reduktive Materialismus uns nicht in der Psychologie zufriedenstellen kann. Janich ist Philosoph, aber er bricht eine Lanze für eine vorschnelle Ablehnung des dualistischen Standpunkts. Schauen wir uns an, was der Behaviorismus zu bieten hat. Wir haben gesagt, zwei Spielarten für den Behaviorismus sind uns hier bekannt, methodologischer Behaviorismus und logischer Behaviorismus. Was heißt Behaviorismus überhaupt? Behaviorismus ist eine Strömung, die im ausgehenden 19. Jahrhundert die Psychologie dominiert hat und vor allem darin bestand, dass man Maschinenmodelle des Menschen plötzlich aufstellen wollte und gedacht hat, Stimulus-Respons, S und R, die bestimmen eigentlich das Leben von Menschen. Stimuli sind die Auslöser, Responses sind die Antworten des Menschen. Burroughs Skinner, ein Lernpsychologe, den Sie in der Lernpsychologie noch näher kennenlernen werden, hat ganz klar gesagt, so wie auch John Watson, der im Jahr 1913 einen Artikel geschrieben hat, Psychology as a Behaviorist Views It, das ist das Manifest des Behaviorismus. Klicken Sie auf die URL und Sie werden sehen, da kommt das Manifest zum Vorschein. Methodologischer Behaviorismus von Watson und Skinner sagt, natürlich gibt es mentale Phänomene, Vorstellungen, Gedanken, aber die sind kein Gegenstand der Wissenschaft. Aus methodologischen, aus erkenntnistheoretischen Gründen können mentale Phänomene keine kausalen Effekte haben. Mentale Phänomene, okay, die mag es geben, aber damit muss sich die Wissenschaft nicht beschäftigen. Für den Behavioristen gibt es nur einen einzigen Gegenstand, nämlich Verhalten, Behavior. Deswegen nennen wir den Behaviorismus Behaviorismus. Das ist die reine Verhaltenslehre. Watson und Skinner haben gesagt, aus rein erkenntnistheoretischen Gründen wollen wir uns nicht mit den mentalen Phänomenen beschäftigen, sondern nur mit dem sichtbaren Verhalten, overt behavior. Das, was wir gemeinsam beobachten können, das, was alle sehen können, das ist tatsächlich der Gegenstand der Psychologie. Diesen Ansatz haben Watson und Skinner so stark gemacht, dass er über 50, 70 Jahre lang die Psychologie, vor allem die amerikanische Psychologie, dominiert hat und bis heute nach wie vor behavioristische Elemente auch in der allermodernsten psychologischen Forschung zu finden ist. Behaviorismus, methodologischer Behaviorismus sagt über das Leib-Seele-Problem, wir können es ignorieren, weil wir den Teil der mentalen Phänomene gar nicht betrachten, sondern uns nur mit dem Körper, mit dem Behavior beschäftigen. Diesen Ansatz bezeichne ich hier auf der Folie als gescheitert. Einmal, weil er natürlich durch das Ausblenden von zentralen menschlichen Eigenschaften Plausibilität verloren hat. Natürlich haben wir Gedanken, natürlich haben wir Ideen. Und wenn Sie nachts durch eine dunkle Tiefgarage gehen und sich Gedanken machen, warum es hinter Ihnen knistert und ob das vielleicht jemand ist, der da im Dunkeln auf Sie wartet und Sie bekommen Angst, dann wissen wir, dass diese mentalen Phänomene natürlich verhaltensbestimmend sind. Und wir können das nicht ausblenden. Wir können uns nicht nur auf die äußeren Verhaltensweisen beschränken. Der Verhaltensbegriff greift meines Erachtens hier viel zu kurz. Wir kommen unter dem Stichwort Handlungstheorien noch einmal darauf, dass wir uns nicht auf Verhalten, dass wir uns nicht als Behavioristen fokussieren sollten, sondern dass wir weiter gefasste Konzepte wie zum Beispiel Handlungen natürlich berücksichtigen müssen. Also Ausblenden menschlicher Eigenschaften ist ein erster Kritikpunkt, den wir am methodologischen Behaviorismus festmachen. Und das zweite ist dieses elementare Reizreaktionsprinzip. Es gibt einen Stimulus und dann folgt eine Reaktion darauf. Das Maschinenmodell des Behaviorismus, wie man es auch nennen könnte, hat sich nicht bewährt. Wir wissen heute,
dass wir in Systemen denken müssen und einfach nur S und R, Stimulus, Response, eine einfache Kausalität, ignoriert das Feedback. Wir werden das unter dem Stichwort Systemtheorien noch näher kennenlernen. Das ist zu kurz gegriffen. Menschen sind keine Maschinen, die nur da sitzen und warten, dass irgendwo Reize kommen und wir dann auf diese Reize reagieren, sondern wir haben natürlich andere Systeme, wir haben ein Eigenleben. Methodologischer Behaviorismus, mit anderen Worten, ist gescheitert. Logischer Behaviorismus ist eine Variante des Behaviorismus, die von den Philosophen Hempel und Ryle in die Welt gesetzt wurden. Sie haben die These aufgestellt, Sätze, in denen mentalistische Aussagen vorkommen, sind äquivalent zu Sätzen, in denen wir mentalistische Begriffe als Verhaltensdispositionen beschreiben. Wir könnten zum Beispiel sagen, der Wunsch nach Eis, der würde sich in einer Manifestationsbedingung, so haben wir das ja schon genannt, niederschlagen. X möchte ein Eis, wäre gleichbedeutend, X würde ein Eis essen, wenn wir ihm jetzt eins anbieten würden. Dann könnten wir sehen, ob X ein Eis wünscht oder nicht. Ja, das sind mentalistische Begriffe, die wir als Verhaltensdispositionen fassen. Das ist eine logische Variante. Mentale Phänomene sind Verhaltensdispositionen. Auch hier wieder eine Reduktion auf Verhalten. Deswegen ist das auch dieses hier ein behavioristisches Konzept. Auch dieser Ansatz ist gescheitert, weil die Probleme bei der Reduktion von Phänomenen wie Träumen, Vorstellungsbildern, plötzliche Einfälle auf Verhaltensdispositionen und auf Verhalten. X mag Eis lieber als Y. Das hat nicht funktioniert. Das ist zu mechanistisch auch hier wieder. Und von daher sehen wir, das führt uns auch nicht aus dem Dilemma des Leib-Seele-Problems heraus.